Hey Leute, willkommen bei Pandido. Wir stellen euch heute das Müllauto von Digitoys vor. Und hier haben wir auch schon das gute Stück. Und ich würde sagen, ohne Umschweife machen wir es auch direkt auf. So, hier hinten sehen wir noch, halt mal noch kurz einen Blick darauf, wie das gleich in Aktion aussieht. So, also hier an den Seiten nur ein bisschen das Klebeband abmachen und schon können wir es rausholen. So, da ist der. Und das geht auch sehr einfach auszupacken. Einfach unten diese zwei orangenen, ja, Pinöpel, nenne ich es mal, müssen wir gleich aufdrehen. Das hier ist die Mülltonne und genau, hier sind diese orangenen Knöpfe, die einfach zur Seite drehen. Die halten das Auto nur fest und jetzt können wir es schon direkt aus der Pappe rausholen. So, hallo Müllauto. Gut, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Hier haben wir also eine Müllklappe. Wir haben eine Hebevorrichtung für die Mülltonnen. Das hier ist die Klappe, wo der Müll reinkommt. Und. Hier vorne sehen wir einen orangenen Knopf oben auf dem Dach. Den können wir später auch noch betätigen, das zeige ich euch dann. Genau, das hier war gerade die Hebevorrichtung für die Mülltonne. Und das ist der Knopf. Wenn wir den einfach ein bisschen pumpen, dann geht der Anhänger runter, hoch. Und mit dem Hebel hier geht er auch wieder runter. So, das hier ist die Mülltonne im Einsatz. Einfach hinten reinklemmen. Ihr kennt das vielleicht, wenn bei euch in der Straße mal Müll abgeholt wird. Zack, hinten die Tonne reinkippen. Und dann ist sie wieder leer. Okay, ja. So, Einsatzgebiet hier. Los, lass es mal ausleeren. Sehr gut. Weiterfahren. Ja, und wir müssen noch die Tonne abmachen. Ja, du hast recht. So, los. Ab zur Mülldeponie. Wir müssen mal abladen. So, jetzt wird der ganze Müll ja auf der Deponie abgeladen. Also den Knopf hochpumpen. Müll raus. Und wieder runter. Weiter geht's mit der Tour. Klickt hier für mehr coole Videos.